Hallo, heute begrüße ich euch und Sie wieder aus unserer schönen Welleröder Kirche. Sie ist immer noch leer. Und auch wenn es uns alle schon wieder richtig kribbelt, miteinander Gottesdienst zu feiern, es dauert noch eine Weile. Die Politiker sprechen ja schon wieder davon, was wir vielleicht schon wieder dürfen oder unter welchen Auflagen. Und deshalb lassen wir uns Zeit. Wir wollen ja so miteinander hier Gottesdienst feiern, dass es gut ist für uns und uns trägt. Und Gott ist da, das spüren wir ja, in all den Situationen unseres Lebens. Und eines haben wir sicher in den letzten Wochen ganz besonders gemerkt, vielleicht mehr denn je. Es ist gut, dass wir einander haben. Und in diesem Sinne, bleibt behütet. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist.
keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt.